So, das Winterquartier ist ausgeräumt. Wir haben jetzt alle Pflanzen, die in der Garage waren, in diese Zelte gebaut, gestellt. Und heute ist dann sozusagen der Tag der Wahrheit. Jetzt will ich die Überwinterungskiste aufmachen und dann werden wir mal sehen, ob wir überrascht werden oder ob dieses Experiment gelungen ist. Wir haben noch zwei Hochbeete mit Folie abgedeckt. Das sind kleine Zelte geworden. In diese Zelte kommen jetzt die Jungpflanzen rein. Die sind hier schon dabei. Also zwei Hochbeete haben wir damit, wollen wir damit bestücken. So sieht die Kiste jetzt aus. Plane drüber, dann Styropor drunter. Ich werde es gleich öffnen. Temperatur zurzeit in der Kiste 7,2 Grad. Also es wird jetzt auch Zeit zu öffnen. Etwas nass, aber auch nicht sehr nass. Das ist ein gutes Zeichen. Der Blick sieht gut aus, sehr gut aus sogar. Also das sieht noch so aus, so wie ich es reingepackt habe. Etwas feucht. Das ist ja, das ist gewollt. Also hier oberhalb, die Jungpflanzen sehen gut aus. Die fange ich jetzt mal an auszuräumen. Das ist der 15. März 2011. Die Pflanzen waren jetzt ziemlich genau 4 Monate hier in dieser Kiste drin. Die ersten, die ich jetzt schon ausgepackt habe, sehen sehr gut aus. Die hier auch. Ups. Die einjährigen Pflanzen sind jetzt alle ausgeräumt. Man sieht jetzt hier die letzte Laubschicht, die drauf war. Die ist sehr feucht geworden. Wahrscheinlich kam es doch zum Eindringen von Schmelzwasser. An zwei Stellen sehe ich ein bisschen Schimmelbildung, aber nicht allzu viel. Hier ist weißer Schimmel. Und hier drüben gelblicher. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, was das für Schimmel ist.